Nächster Punkt, Häckselänge und Kreckerleistung. Immer wieder ein brandheißes Thema, nicht erst seit Schrettlage. Wir haben fast nie ein Problem damit in den Rationen und dieses Jahr vermutlich noch viel weniger als sonst. Daher auch nochmal die Eingangsworte vielleicht im Hinterkopf behalten. Wir haben fast nie ein Problem, dass wir permanent sozusagen irgendwie Strukturmangel sozusagen als größte Fehlerquote in den Rationen sehen. Das hat man lange geglaubt. Ich würde behaupten, das ist, ich sag mal, ein Stück weit ad absurdum. Häcksellänge. Ich würde also Häcksellängen wählen, die am Ende dazu bringen, dazu führen, dass wir im Silostock eher bei 5 bis 8 mm Häcksellänge landen, also wirklich kurz. Das Ganze auch mit dem Hintergedanken, dass die Kreckerleistung selbst bei konventioneller Kreckertechnik bei dieser Häcksellänge auf jeden Fall deutlich besser ist, als würde man längere Häcksellängen wählen. Die Schrettlage-Cracker sind praktisch deswegen erfunden worden, samt der Schrettlage, weil man eben wusste, okay, wenn die Häcksellängen sehr lang werden, dann ist mit einem normalen Cracker im Prinzip nichts mehr gekonnt. Der Ladestrom wird zu groß und die Crackerleistung lässt entscheidend nach. Und deswegen hat man halt diese Scheibenrad-Cracker für die Schrettlage-Silage-Gewinnung praktisch entwickelt, die mit einer starken Verschränkung der Schnecken jeweils arbeiten, sodass man diesen hohen Zermalungsgrad hinbekommt, obwohl die Häcksellänge lang bleibt und die Faser aufgespleist wird. Das ist sicherlich ein Thema. Vielleicht noch, um der Sache sozusagen noch den Bogen rund zu machen, diese ganze Schrettlage-Technik und auch der Gedanke, der dahinter steckt, kommen aus einem Land, in dem Grassilage de facto keine Rolle spielt. Das heißt, es wird, sag mal, mit 80-90% Grundfuttermengen über die Maisilage gearbeitet. Da will ich dann irgendwann glauben, dass wir auch, sag mal, ein Stück Strukturleistung über eine Maisilage darstellen müssen. Das ist in Deutschland in nahezu keinem Betrieb der Fall. Und deswegen meine Bitte an euch, fahrt die Häcksellängen runter und nutzt gerne die beste Crackertechnik, die ihr finden könnt, auch gerne Schrettlage-Cracker. Aber lasst diese langen Häcksellängen beiseite. Wir werden sie nicht brauchen. In diesem Jahr noch mal einmal weniger als in anderen Jahren. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.